Einen wunderschönen guten Tag hier aus Berlin, Tiergarten, aus der Giraffe. Und die Frage von heute lautete, was ist eigentlich Fraktionsdisziplin? Diese Frage gebe ich auch gleich weiter an meinen heutigen Gast. Es ist Frank Schäffner. Was ist denn eigentlich Fraktionsdisziplin? Naja, dass man am Ende die Regierungsfähigkeit aufrechterhält, dass man sich auf gemeinsame Linien verständigt und am Ende man das auch versucht, im Parlament durchzuhalten und durchzusetzen. Ich bin ja ein naiver Typ. Warum wird eigentlich so ein Abgeordneter gewählt? Es gibt unterschiedliche Gründe. Ja, weil er als Person überzeugt, weil die Partei überzeugt. Und wem ist er verpflichtet? Naja, am Ende den Wählern, dem Volk, klar. Ja, natürlich frage ich so komisch, Sie wissen warum. Wie war die Zeit? Wie waren die letzten Monate für Sie? Spannend. Das waren bewegte Zeiten. Die Euro-Krise hat mich durchaus auch beschäftigt und wird mich weiter beschäftigen. Insofern ist es eine ganz spannende politische Phase, in der wir jetzt aktuell leben. Sie sagen das gerade, wir haben eine spannende Phase. Manche sagen sogar, es ist eine stark krisenreiche Phase. Was glauben Sie denn, wie es die nächsten 2 Jahre so weitergeht? Naja, wir werden in dieser Überschuldungskrise von Staaten und Banken noch sehr viele Rettungsmaßnahmen in Anführungszeichen erleben. Und das heißt, wir werden uns mehr oder weniger zu Tode retten und es wird immer weitergehen. Was heißt zu Tode retten? Was passiert da? Naja, ich glaube, wir werden das, was wir derzeit machen, mehr oder weniger vor die Wand fahren, wenn wir das so weitermachen. Denn es ist immer schwierig, sag ich mal, mit Verschuldung ein Problem zu lösen. Das hat man jetzt 40 Jahre probiert und jetzt finalisiert sich das. Das funktioniert jetzt nicht mehr. Und das spüren die Investoren, aber auch ein Stück weit natürlich die Menschen in diesem Land. Jetzt überfordere ich kurz mal Ihre Cassandra-Fähigkeiten. Was könnte denn passieren, wenn das so weitergeht in den nächsten Jahren? Womit können wir rechnen als Bürger? Naja, mit hohen Inflationsraten. Also das, was wir jetzt, was die Notenbanken machen, was die Staaten machen, ist letztendlich am Ende die Monetarisierung, also die Sozialisierung von Schulden. Und die wird am Ende ja über Gelddrucken gelöst. Und das wird sich irgendwann auf die Preise auswirken. Zurzeit im Wesentlichen auf die Vermögenspreise, aber mittelbar jetzt eben auch auf die Konsumgüterpreise. Und das kommt über die Rohstoffe. Die Rohstoffe werden im Preis ansteigen und irgendwann wird das auch in den Konsumgüterpreisen landen. Und das wird ja, bedeutet, dass eben die Kaufkraft verloren geht der Menschen und am Ende ja, sich Sparen nicht mehr lohnt. Sie sprachen von der finalen Phase. Apropos, wie schaut es mit der FDP aus? Ist das auch die finale Phase? Nein, ich glaube schon, dass die FDP eine Chance hat für die Zukunft. Ja, es muss auch Parteien geben in diesem Land, die die individuelle Freiheit hochhalten, die nicht immer nur nach dem Staat rufen. Ja, wir haben da bin ich ganz Ihrer Meinung. Allerdings, ich glaube, einigen Zuschauern wird es nicht anders gehen. Die Personen, die die FDP vertreten, vermitteln nicht das Gefühl, als ging es ihnen auch um diese Themen. Also ich sage einfach mal, wo sehen Sie die Unterschiede zwischen einer Rössler-FDP und einer Schäffler-FDP? Naja, ich will mal eher abstrakt formulieren, dass die FDP eben Reden und Handeln in Einklang bringen muss. Sie muss deutlich machen, dass sie eben eine Linie hat. Und sie muss auch den Menschen zeigen, wo es hingehen soll, wenn eine liberale Partei regiert. Und darf halt nicht wackeln bei jeder Gelegenheit, sondern sie muss eben, ich meine, als Rechtsstaatspartei sich profilieren. Aber nicht nur im klassischen Innen- und Rechtsbereich, sondern die Europafrage ist genauso eine Rechtsstaatsfrage. Ja, wie stark wird die Bevölkerung mitgenommen bei diesen Prozessen? Darf das alles nur im Hinterzimmer geschehen? Muss dann das Parlament das alles abnicken? Oder werden auch die Menschen gefragt bei dieser zentralen Frage? Und das ist genauso eine Rechtsstaatsfrage. Ich würde Ihnen jetzt am liebsten 3 Begriffe nennen und würde mich freuen, wenn Sie zu jedem Begriff einen Satz mir entgegnen. Erster Begriff wäre ESM.
Ja, der Europäische Stabilitätsmechanismus, ESM, der ist letztendlich, das ist die Finalisierung der Kollektivierung der Schulden in Europa. Ja, damit wird das gemacht, was seit Beginn dieser europäischen Finanzkrise vorübergehend gemacht werden soll, wird es dauerhaft gemacht. Und damit werden eben die Parlamente entmachtet und ja, am Ende entscheidet das nur noch ein Gouverneursrat, was geschieht. Der ESM ist antidemokratisch, er kann nicht beklagt werden, er kann dafür andere verklagen, die Handeln haben umfassende Immunität, das ist alles andere als demokratisch. Apropos Immunität, zweiter Begriff, Wolfgang Schäuble. Ja, er ist derjenige, der aktuell uns sukzessive in diese ausweglose Situation hineinführt, weil aus meiner Sicht Europa besoffen ist und naja, aus einem falsch verstandenen europäischen Gedanken heraus, naja, unsere staatlichen Souveränitätsrechte sukzessive in solche Gremien abdrängt, wie es der ESM aktuell ist. Und das halte ich für eine ganz schlimme Entwicklung. Dritter Begriff, eine Frau, die sicher einige schlaflose Nächte wegen Ihnen hatte, Angela Merkel. Das ist unsere Bundeskanzlerin. ja, sie gehört natürlich ebenfalls wie Schäuble dazu, dass sie treibt eben die Zentralisierung in Europa voran. Und ich glaube, Europa ist durch seine Vielfältigkeit stark geworden und nicht durch seinen Zentralismus. Und diesen neuen europäischen Zentralismus, diesen europäischen Superstaat, den repräsentieren eben Merkel und Schäuble aktuell. Dankeschön dafür. Es interessieren mich einfach menschlich zwei Dinge. Was ist für Sie, wir erleben so viel Unvernünftiges im Moment, was ist für Sie vernünftige Politik? Naja, wenn sie gewissen Werten folgt und wenn sie auch langfristig die langfristige Orientierung im Blick hat und nicht nur von einer Woche zur nächsten sich hangelt. Das ist ja leider das Elend hier in Berlin, dass am Wochenende ein Thema durch irgendwelche Medien vorgegeben wird, das dann eine Woche durchgenudelt wird und beim nächsten oder am nächsten Wochenende das nächste Thema präsentiert wird und das wieder eine Woche durchgenudelt wird. Und man so ein bisschen das Langfristige aus dem Auge verliert. Also, dass man eben eine Gesellschaft aufbaut, die auch Werten folgt, die individuelle Freiheit auch schützt und ja, dass es da auch eine Linie gibt und die vermisse ich ein Stück weit. Ich danke für das Gespräch, Herr Schäffler. Die Zuschauer wissen, dass ich kein großer Freund der FDP bin. Ja, kann auch werden. Aber Sie mag ich. Das sage ich Ihnen einfach direkt mal ins Gesicht. Danke für das Gespräch. Dankeschön. Und bedanke mich auch bei all meinen Abonnenten. Und das Thema beim nächsten Mal lautet Showdown, Macht, Geld, Sinn, der Geldkongress 2012. Bis zum nächsten Mal.